Heute machen wir das Verb lassen und seine verschiedenen Funktionen. Funktion Nummer 1. Etwas erlauben. Die Eltern lassen das Kind am Abend fernsehen. Das heißt also, die Eltern erlauben dem Kind am Abend fernzusehen. Oder die Mutter erlaubt dem Kind im Garten Basketball zu spielen. Erste Bedeutung, erste Funktion, erlauben. Zweite Funktion, etwas veranlassen. Also ich möchte, dass etwas passiert. Zum Beispiel, ich lasse mein Auto reparieren. Ich lasse meine Haare schneiden. Ich lasse meine Haare färben und so weiter und so fort. Also ich veranlasse, dass etwas passiert. Man könnte auch hier das Verb veranlassen nehmen. Ich veranlasse, dass meine Haare gefärbt werden. Ich veranlasse, dass mein Moped repariert wird und so weiter und so fort. Nächste Verwendung, nächste Funktion mit dem Reflexivpronomen. Etwas lässt sich machen oder etwas lässt sich nicht machen. Etwas ist möglich oder etwas ist nicht möglich. Zum Beispiel, das Fenster lässt sich öffnen oder das Fenster lässt sich nicht öffnen. Die Türe lässt sich öffnen, die Türe lässt sich nicht öffnen oder vielleicht der Computer lässt sich einschalten, der Computer lässt sich nicht einschalten. Also etwas ist möglich oder nicht möglich. Man könnte das auch bei Menschen benutzen, zum Beispiel, er lässt sich nicht stören, also er erlaubt nicht, es passiert nicht, es ist nicht möglich, dass man ihn stört. Er lässt sich nicht stören oder zum Beispiel das Gegenteil, er lässt sich sehr leicht stören. Man kann ihn sehr leicht stören. Anderes Beispiel, sie lässt sich nicht sagen, welche Arbeit sie suchen soll. So ein anderer Standardsatz, er lässt sich nichts sagen, das heißt, man kann ihm nichts sagen. Niemand kann ihn überreden, etwas zu tun, er hört auf niemanden. Nächste Funktion, auf etwas verzichten oder etwas aufgeben. Zum Beispiel, ich lasse das Rauchen, ist ein typisches Beispiel. Also ich verzichte auf das Rauchen, ich gebe das Rauchen auf. Ich lasse diese Sache, ich lasse diesen Plan, ich lasse etwas, also ich gebe etwas auf, ich verfolge etwas nicht mehr, ich mache etwas nicht mehr, ich lasse es. Oder lass das heißt auch, mach das nicht mehr, tu das nicht mehr, lass das bitte, also hör auf. Die nächste Funktion ist die Befehlsform, also der Imperativ. Das heißt also beispielsweise mit lass, lasst oder lassen Sie. Ein paar Sätze hier. Lass mich bitte das Fenster öffnen oder lass mich in Ruhe, störe mich nicht. Lasst uns eine Reise machen. Lasst uns einen Ausflug in die Berge machen. Anderes Beispiel, lassen Sie mich bitte diesen Punkt noch ein bisschen besser erklären. Lassen Sie mich bitte ausreden. Jetzt könnte ich sagen, lasst uns zusammen in den Kommentaren ein paar Satzbeispiele mit dem Verb lassen schreiben. Und das Partizip 2 von lassen ist gelassen, aber es gibt eine ganz wichtige Situation, wo wir immer lassen sagen, und zwar, wenn wir noch ein anderes Verb in dem Satz haben. Beispiel. Jetzt mal nur mit dem Vollverb. Ich lasse das Rauchen. Hier ist nur lassen das Verb. Ich habe das Rauchen gelassen. Ich habe etwas gelassen. Andere Situation mit zwei Verben. Ich lasse mein Auto reparieren. Daraus wird dann, ich habe mein Auto reparieren lassen. Weil du hast reparieren und lassen. Das heißt also, hier sagen wir lassen. Ich habe dieses Essen bringen lassen. Das heißt also, du hast bringen und lassen, zwei Verben und deswegen sagen wir hier nur lassen und nicht gelassen. Und das sind einmal die allerwichtigsten Informationen zu dem Verb lassen. Ihr könntet sehr gerne in den Kommentaren gerne mit mir zusammen diese Sätze üben. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, lasst uns zusammen ein paar Sätze mit dem Verb lassen in den Kommentaren schreiben. Das war das Video von heute. Viel Spaß beim Deutschlernen. Wir sehen uns im nächsten Video.